Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, zumindest mehr oder weniger. Ich wollte Anni gerade den Eimer aufsetzen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Bitte? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe einen Helm auf. Der sieht viel besser aus als der Eimer. Na, weiß nicht. Einfach so. Das geht eh nicht. Weil ich es kann. Ja, wir haben ja wieder reichlich Tipps bekommen hier für unseren Spielefortschritt und auch einige Sachen, was wir denn so bauen können hier in unserer mittelalterlichen Welt. Da könnt ihr gerne noch was schreiben. Was wir denn, oder was ihr euch denn so vorstellen könntet, was in einer mittelalterlichen Welt vorkommt an Gebäuden. Ja, genau. Immer her damit, auch wenn jetzt einige Sachen doppelt sind, macht nichts, immer her damit. Genau, wir werten das dann immer nach und nach aus, aber so Sachen zum Beispiel wie eine Mühle oder sowas, das habe ich ja schon gelesen, finde ich einen echt coolen Vorschlag, oder eine Schmiede, das passt natürlich richtig, richtig gut. Meine persönliche Vorstellung ist ja noch eine Schenke. Du denkst wieder nur an den Alkohol. Mit einem dauernd betrunkenen Barkeeper oder wie Schankwirt zu Deutsch. Schankwirtin dann halt. Wieso ich? Nein, Quatsch. Sowas würde ich nie machen. Ich habe die Fackeln gebaut. Ja, und auch vielen Dank für den Hinweis, wie man buntes Glas herstellt. Den kannst du jetzt gleich mal machen. Das will ich ja machen, aber ich habe gerade keine Farbe. Na, dann nimmst du ein Blümchen und pflückst es auseinander. Du hast ja gesagt, irgendwie einfach, wo ist es denn gelandet? Da. Ja. Wir haben ja auch Tipps bekommen, dass wir uns jetzt mal um den Verzauberungstisch kümmern sollen. Hier ist noch eine gelbe Farbe drin. Na, ich habe jetzt weiße Farbe. Ich habe jetzt gerade was zusammengebaut. So. Weiße Gläser sind noch unschön. Ich will doch nur mal kurz gucken. Wir nehmen doch gleich gelb. Ich will doch mal nur die Vorschau sehen. Okay, hellgrau ist das dann. Na, hellgrau ist ja will ich jetzt wirklich nicht. So, also wir haben jedenfalls Tipps bekommen, wie wir denn hier einen Verzauberungstisch bauen. Dafür brauchen wir allerdings Obsidian. Deswegen brauche ich natürlich erstmal hier ein bisschen eine Diamantspitzhacke. Die habe ich gerade mal eben gebaut. Dann werden wir mal loslegen können und ja, auf jeden Fall brauchen wir dann noch Bücher unendlich. Wir hatten irgendwo Bücher, ich weiß bloß gerade nicht wo. Das sieht ja cool aus, das gelbe Glas. Jetzt habe ich 16 mal gelbes Glas hergestellt. Kannst du auch direkt Glasscheiben herstellen aus den Gläsern? Das muss ich mal ausprobieren. Sieht so ein bisschen aus, also das gelbe Glas sieht so ein bisschen aus wie die Glowstone. Stimmt. So, also ja, ob ich das jetzt hier... Die Frage? Ja, 6 Stück unten anordnen. Aha, ja. Ja, bau mal. Wie viele? Na, ein Stack. Kriegst du erstmal hin. Klick. Jo. Ja, sehr schön. So, bau das mal hier oben beim, naja, noch nicht fertigen Haus hin. Bei der Ruine. Ich komm mal rum. Das ist ja echt cool. Oh, buntes Glas. Da kann ich mich dann austoben. Warum sind denn eigentlich hier die Dschungelbäume noch nicht gewachsen? Was ist denn das für ein Elend? Das dauert ja 100 Jahre. Es hat nicht geregnet. Wahrscheinlich ist das das Problem. So, hier in diese kleinen Lücken, ja. Komm mal ran da. Also eins erstmal, nur mal testen. Ja. Boah, das sieht doch aber cool aus. Also damit bin ich aber auch zufrieden. Das sieht cool aus. Okay, also kannst du das Boss noch nicht alles zubauen. Nein, weil, aber das musste einiges wieder weg. Aber Farbe ist das jetzt auch nicht das Problem. Das ist ja jetzt nur erstmal zum Testen, ne? So. Aber ihr habt gesehen, richtig cool. Da nehmen wir mehr von. Also, danke für den Hinweis. Das war wichtig. So. Hier natürlich nicht. Hallo? Wasser? Ich hätte gern Wasser. Gibt nicht. Gibt hier kein Wasser. Wasser ist aus. Ist ja Wasser drin? Nee. So. Gott, das ist alles schon wieder gar nicht mehr so sortiert. Das ist falsch doch, Tasse. Ach, Mensch. Ist doch wieder doof. So, ja? Wir brauchen auf jeden Fall die Bücher aus dem anderen Haus. Die sind garantiert noch drin. Ja, die gehe ich auch gleich holen. Und ich könnte mal trotzdem noch vorher Brot herstellen. Brot. Verbrauch bitte nicht. Wir haben erstmal Fleisch. Wir haben auf jeden Fall genügend. Ja, ich habe auch noch eine Menge Fleisch, aber ich hätte ja mal trotzdem Brot herstellen können. Ne, ich würde gern das Heu aufheben für die Strohballen. Ach so. Naja, dann machen wir das so. Dann. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal genügend bauen. So, ich bin gerade auf der Suche nach unserem Lavabecken, was wir hier irgendwann mal entdeckt haben. Ich weiß Lavabecken. Nicht. Hier. Da stehen eine Lava, da können wir rein theoretisch gleich mal direkt Obsidian rausmachen, wa? Ja, machen wir. Einmal so Rinder. So, das brauche ich jetzt ja nicht. Ich mache jetzt hier keine Feldarbeit. Die zweite Schaufel, die behalte ich mal drin. Ja, okay, also ich gehe rüber, Bücher holen. Mario hat vorhin schon gesagt, bestimmt gehe ich wieder drauf. Ich habe niemals, das gesagt. Doch, das hast du wohl. Ich würde sowas nie sagen. Nee, ne? Ich habe gesagt, du reißt mich wahrscheinlich mitsamt dem Creeper in den Tod. Ja, das heißt also, ich werde sterben. Ich sagte, du reißt mich in den Tod. Ja, aber... So, okay. Ach, egal, wir werden ja sehen, wer hier wen mitreißt, weil es wird schon wieder dunkel. Wer es mit gar niemand reißt irgendwie in den Tod. Warum wird denn das schon wieder hier duster? Das geht so nicht. Oh, so viele Blumen. Dann muss ich hier nochmal ein bisschen was mitnehmen.
Wieso kriege ich denn die Blume mal nicht eingesammelt? So, ich hoffe, das Lavabecken war ja nicht zu tief. So, dann baue ich mal ungefähr eine Stunde hier an. Wir brauchen 4 Obsidian. Das reicht erstmal, glaube ich, für den Anfang. Ah, du machst ja schon. Ich nehme mal lieber das Schwert in die Hand. Falls doch mal was ist. Nimm mal lieber das Schwert, jetzt wird es ja eh gerade dunkel. Ich naja, sag ich ja. Es wird dunkel und ich hoffe mal, dass hier nichts schief geht. Ja, und gleich mal eine Ankündigung zu einem etwas veränderten Sendeplan bezüglich Minecraft. Momentan ist es ja so, dass immer von Montag bis Freitag eine Folge rauskommt und am Wochenende keine. Wir haben das jetzt geändert. Es wird jetzt immer am Montag, am Mittwoch, am Freitag sowie Samstag und Sonntag eine Folge geben. Das heißt also, Dienstag und Donnerstag ist Minecraft freie Zeit. Nur, falls ihr euch wundern solltet, was hier so los ist, wir haben uns da mal was überlegt. Wir müssen ein bisschen was umstrukturieren. Das wird auch bei ARK noch eine Änderung geben, aber das gibt's dann gesondert als Info. Weil nur, dass nämlich, ihr schon mal Bescheid haben ist. Nämlich festgestellt, dass zum einen halt dann Dienstag und Donnerstag generell weniger Leute schauen. Wir wollten halt einfach nur auch die Möglichkeit nutzen, gerade wenn am Wochenende mehr Leute schauen, dass dann auch quasi das Interesse größer sozusagen. Dass ja, das lohnt sich dann halt auch irgendwie. Und vor allem, dass wir auch ein bisschen unseren Zeitplan optimieren sozusagen. Das passt uns besser, dass wir bestimmte Aufnahmetage haben sozusagen und dementsprechend dann auch an den Tagen aufnehmen können. Und dann brauchen wir uns nicht so einen Stress machen, wenn wir dann irgendwie sagen müssen, okay, wir... Hallo? Was denn? Hallo? Hallo? Oh, Enderman? Nein. Zwei, doch? Zwei. Ja, also einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir müssen halt auch ein bisschen schauen, wie wir unsere Zeit am besten mit den Aufnahmen und mit Arbeit und Co. Irgendwie koordinieren können. Fehlt mir gerade das Wort. Von daher diese kleine Änderung. Ihr wisst Bescheid, es wird aber demnächst auch nochmal ein Infovideo geben und es wird auch einen offiziellen Sendeplan geben. In den könnt ihr immer reinschauen und seht, wann welche Projekte kommen, wann welche Streams kommen. Ja, was für neue Projekte kommen vor allen Dingen auch. Da wird es schon vorab immer die Informationen geben, dass da ein bisschen was drin steht sozusagen. Hallo Creeper. Es gibt ja doch noch einige Sachen, die jetzt demnächst kommen, die wir natürlich auch bringen wollen. Und da habt ihr schon mal eine Info, was dann kommt. Genau. Nicht so ganz unwichtig. So, gehen wir schlafen? Ich komme jetzt erstmal zurück, ja, und dann gehen wir schlafen. Ach, du bist auch noch irgendwo. Na, ich bin ja gerade die ganzen Waffen holen gegangen und die Bücher. Ach so, ich dachte, du bist schon vorher wieder zurückgekommen. Also bitte. Ja, das stimmt. Du weißt, wie lange ich immer unterwegs bin. Ja, das stimmt. Aber ich bin guter Dinge. Wow. Zombie. So viele Zombies. Ich frage mich, wo immer die Creeper hinkommen. Nein, nein, au. Oh Gott. Nein, ich bin hier irgendwo runtergefallen. Das gefällt mir nicht. Annie ist irgendwo runtergefallen, ich habe keine Ahnung wo. Na, ich weiß wo. Ich brauche jetzt erstmal Erde, sonst komme ich hier nicht raus. Wahrscheinlich, ach nee, und ich kann nichts mehr tragen. Ja, dann müssen die Blümchen jetzt hier weg. Och, das ist ja jetzt, so sollte das nicht sein. Wieso habe ich denn schon wieder die Blumen in der Hand? Weg mit den Blumen. So. Ja, ich höre euch doch. So, wir könnten ja rettet schon mal Annie retten gehen. Könntest du, ich kann mich aber auch selbst retten. Das sagst du jetzt. Schaffe ich. Das habe ich die letzten Male gesehen. Doch, ich glaube da dran. Creeper, boom. Nein, ich bin rausgekommen. Das heißt, du brauchst mich nicht retten. Ich aber jetzt noch voll garstiges Viehzucker noch. Hier noch. Wow. Mehr Creeper. Zombies, Leute. Immer diese blöden Zombies. Aber ich sehe das Lagerhaus schon. Und ich glaube, ich habe einen Weg genommen. Kommt der da jetzt doch? Jetzt komm zurück. Ach. Lass den Zombie sein. Das sind zwei. Macht nichts. Da rennt Annie. Jawohl. Wird beobachtet. Das ist gut so. So, dann mal zurück hier in Richtung Unterschlupf. Unterschlupf? Erdhöhle, Erdloch. Bunker. Also, Bunker. So, hinunter. Ich habe mir ja vorgenommen, mich etwas mehr zu konzentrieren beim Spielen. Mal schauen, wie gut das mit diesem Vorsatz funktioniert. Hält ja, wahrscheinlich bis genau jetzt, wo ich es ausgesprochen habe. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich just in dem Moment, Entschuldigung, ich wollte die Erde abbauen. Geht wieder super los hier. Schläge gleich nach dem Aufstehen. Tolle Sache. Ja, direkt mal aus dem Bett geprügelt. Ja, klasse. Aufstehen, ey, raus hier. So geht das nicht. Ja, ja, so. So ist es halt. Wo möchtest du denn die Bücher hinhaben? Schmeiß sie mal irgendwo hier mit rein. Beim Glas. Ich brauch die sowieso gleich. Ja. So. Eins brauche ich.
So, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie zusammenkriege. Ist hier alles nicht sortiert? Wer hat denn hier die Unordnung gemacht? Wir haben einfach nicht genug Kisten, ist das Problem. Sind die Kisten schon? So, wie waren das? Warte mal. Ich glaube so. Feuerstein. Ah, ich habe da vorhin schon mal Feuerstein gehabt. Da. Der Zaubertisch, jawohl. Sehr cool. Da kannst du unsere Sachen ja mal richtig toll verzaubern. Das Problem ist, wir müssen den irgendwo hinstellen, wo wir noch Bücherregale drumherum stellen können. Wann hast du denn eine Diamantspitzhacke gebaut? Och, hast du mir von zugehört, ich brauchte die gerade für Obsidian abbauen. Nein, habe ich nicht. Das geht ja nicht ohne. Ja, aber das habe ich nicht mitgeschnitten. Ja, Obsidian haben wir noch. Haben wir Bücherregale, haben wir jetzt noch keine. Nee. Das heißt, hast du Leder mitgebracht? Oh, irgendwann hatte ich schon mal Leder mitgebracht. Das liegt hier auch wahrscheinlich irgendwo. Wahrscheinlich hier vorne irgendwo. Ja. Da oben. Sehr schön. So, dann nehme ich mal noch ein bisschen was davon. Ich weiß gar nicht, wie viel Blätter man braucht jetzt für so ein... Wie jetzt kein Platz für Kürbisse. Was soll denn das? Ach, man kann nur 16 Eier stapeln. Na, das ist ja toll. Ist hier noch irgendwas, was eigentlich stapelbar ist und was jetzt irgendwie einzeln liegt? Ach, nee, das ist ja immer so ein bisschen... Wie viel brauchen wir denn? Kürbis jetzt bei den Steinen, das macht mich echt nicht glücklich. Wen brauchen wir wo? Wie viel? Was? Wer? Ich habe gerade überlegt, wie viele Bücher wir brauchen. Wir brauchen, also 15 Verzauberungstische brauchen wir. Was habe ich gesagt? 3? Kann das sein? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da aufgepasst habe. Ach Mensch, ey, wenn ich jemals erzähle, ey, das ist eine Katastrophe. Ja, dann muss ich ja aufpassen, wenn ich irgendwo runterfalle, dass ich erstmal mich um mein Überleben. Mich um mein Überleben kümmern. Das habe ich dir aber vor der Aufnahme gesagt. Ja, das macht gar nichts. Da war ich schon voll hier abgelenkt. So, wir können jetzt 15 Stück bauen, theoretisch. Ja, dann bau mal. Oh, du bist Bibliothekar. Das ist ja schön. So, wie hast du die jetzt? Ich habe ja nicht zugeguckt. Ja, so, ne, und so. Machen wir gleich. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Hallo Zombie. Ja, der könnte da auch mal verschwinden. Ich meine, die Sonne scheint. Ja, okay, er hat ja gerade schon so eine Flamme da gehabt. Dem stand schon das Haupthaar in Flammen. Ja, und da sich ins Wasser verkrümelt. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwo eine Stelle, wo wir es hinbauen können. Ja. Ich meine, wir können jetzt erstmal in unser Loch im Bunker, dass du den, da kannst du ja noch ein bisschen was zur Seite, genau. Bau doch einfach noch mal ein bisschen. Ja. Dass es nicht alles direkt neben dem Bett steht. Genau. So, wir hauen mal kurz hier ein bisschen was raus. Oh, wir haben sogar Eisen gefunden. Sehr schön. Ja, vorhin, wenn ich runtergefallen bin, da war auch eine Menge Eisen. Na, wir brauchen ja noch ein bisschen mehr Eisen. Oh, hier ist Zuckerrohr. Kann ich gleich mal mitnehmen. Ja, und ihr habt ja geschrieben, dass Zuckerrohr besser auf Sand wächst. Auf Sand? Echt? Ja, das stand vorhin da. Gar nicht gelesen. Na gut, ich habe heute noch nicht geguckt. Ich würde es mal ausprobieren. Auf Sand? Oh, ist ja nicht schlecht. Also, wenn das so ist... Sehr interessant. Auf Sand. Ja. Also gucken wir uns auf jeden Fall an. Auf Sand. Ja, ist uns nicht? Auf jeden Fall neu. Ja gut, wir wissen ja so vieles nicht. Ja, eben. Aber also damals hat man das auch nicht ausprobiert. Nee, wir haben es tatsächlich immer nur auf Gras gebaut. Ja, eben. So, ich muss kurz überlegen. Schon wieder alles voll hier. Ich kann nichts mehr tragen. Ist aber schon wieder eine Menge Eisen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist mit dem Bücherregal. Wie musste man das denn bauen? Ich glaube, einmal drumherum. Irgendwie einen Abstand von einem Feld, auch diagonal, glaube ich, um den Verzaubertisch, damit das eine maximale Wirkung hat. Mhm. Ja, probierst du einfach aus. Also steht da nicht irgendwie, wie der Boost ist, oder? Nee, ich glaube, das sieht man nicht. Oh, ich brauche kurz eine Fackel ran, nicht, dass hier irgendwie was spawnt. Ja. Mir ins Leder will. So, ich sammle hier mal noch so ein paar rote Blümchen. Das ist wichtig für die Farbe. Das ist jetzt natürlich nur ein Provisorium hier an der Stelle. Das macht aber erstmal nichts, denn... Kannst du mir mal verraten, warum ich diese blöden Blumen immer so schwer abgebaut kriege? Ich weiß nicht. Dann haust jetzt geht es gerade. Dann triffst du die Hitbox nicht richtig. Okay, aber jetzt... ich kann ja gar nichts sammeln. Ich will die Erde nicht hier. Weg mit der Erde. Ich brauche dich nicht. Ich will rote Blümchen. Oh, okay, wir kommen der Sache jetzt schon näher. Hier haben wir schon mal ein bisschen was ausgeschachtet. Ja, also wie gesagt, das ist hier nur ein Provisorium. Das wird auf jeden Fall mal noch umziehen, das Labor. Wir wollen aber erstmal jetzt eine Stelle haben. Labor? Ja, das Verzaubererlabor. Zauberzimmer! Das ist ein Zauberzimmer. Ja, das Labor. Und kein Labor. Das Verzaubererlabor. Naja,
Das ja, Zauberzimmer. Früher waren das halt Alchemisten und sowas. Ja, richtig, trotzdem. Die haben da auch ihr Zauberzimmer gehabt. Da wurde nicht gezaubert, da wurde... Alchemiert. Ich wollte sagen, rumalchemiert. Oh Mann, ey. Ja, was denn? Kreative Wortschöpfung. So, wir haben jetzt den Verzaubertisch hier. Ich muss erstmal überlegen, wie das jetzt war. Dann überleg mal. Ich wollte mal kurz den Boden hier etwas ausbessern. Was jetzt ja interessant wäre, also ich könnte das auch mal testen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das testen will, ob man halt bereits gefärbtes Glas nochmal einfärben kann. Warum macht man immer neues Glas? Ja, könnte ich ja machen. Das wäre Verschwendung. Nur mal, ja, einfach nur mal Interessen. Einfach nur mal verschwenden. So, also wir haben jetzt hier so einen Verzauberungstisch quasi. Wir müssen jetzt also hier mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Boah, ich weiß es echt nicht. Wir wollen 15 Stück, so viel weiß ich schon mal. Ja. Mach das mal so. Okay. Dann könnte jetzt hier theoretisch da einer hin. Da kommt der Zaubertisch und dann wirklich komplett drumherum, einmal im Kreis. Die sehen ja echt lustig aus. Also das ist natürlich jetzt auch nicht so die Bombenvariante, also da kommen natürlich dann später nochmal größer gestapelte Dinge hin, aber das müsste ja jetzt theoretisch das Maximum sein. Ja, also ihr könnt ja mal sagen, ob das so richtig ist oder ob man da sogar noch mehr Platz irgendwie verbrauchen kann. Ist das jetzt echt das Hinterzimmer da? Ist ja lustig. Der Opferaltar. Der Opferaltar, du hast dich verbaut. Nein, ich wollte eins höher bauen, eigentlich. Na gut. So, das landet hier, hier, hier. Damit das Blut nicht so an die Wand spritzt. Weiß ja nicht, was du da für Experimente machen willst. Mit Zombies opfern. So, na gut, Zombies bluten, opfern, das ja ist mehr. Okay. So, guck mal, jetzt sieht das nämlich so aus, also ist noch jetzt nicht ideal. Ich will hinten noch ran ans Eisen, deswegen habe ich es noch freigelassen. Aber jetzt können wir hier rein theoretisch. Ich guck mal kurz, was kann ich hier? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es noch weniger. Man kann, glaube ich, auch. Mann, da vorne ist kein Platz mehr in der Kiste. Hier ist nirgendwo Platz. Ist doch blöd. Ich will das nicht. Nee, in die Waffenkiste kommt das nicht. Und. Ach, das ist alles nicht mehr sortiert. Dani bricht gleich in Tränen aus. Ja, das liegt daran, weil wir ja keinen Platz in den Kisten haben. Wir haben zu wenige. Mann, wir haben noch keinen Platz im Lagerhaus. Das ist doch alles all. Ja, wir müssen einfach noch mehr Kisten hinstellen hier. Ja, aber das sind ja. Weißt du. Wo hast du das Labes Lazuli versteckt? Hier, irgendwo hinten. Ich glaube, ja, hier drin. Aber such denn das da. Pack das doch zu den Diamanten. Ach, scheiße, jetzt. Das ist ja Sandstein hier. Das war falsch. Wir haben gar keine Diamanten mehr, stimmt, die habe ich ja verbraucht. So, also man kann jetzt mit dem Lapis Lazuli hier runtertingeln. Kannst ja gerne mitkommen, wenn du willst. Ja, warte mal. Ich baue mir ja kurz noch eine Fackel ran. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist. Man konnte, glaube ich, auch irgendwie Dinge verzaubern hier. So, ich komme mal mit. Wo bist du jetzt hin? Nach unten ins Zauberzimmer? Ja, natürlich. Klopp. Okay, stell ich mal auf die andere Seite. Ja. Du hältst jetzt das Opfermesser. Oh, so, ich bin gespannt. Kann man hier auch Bücher... Okay, man kann hier irgendwas machen. Allerdings habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier... Was ist? Schärfe 3, Schlag 1. Du siehst stark konzentriert aus. Ja, guck, kannst du das lesen hier? Also wenn jetzt da steht Schärfe 3 und noch irgendwas. Also ja. Können jetzt rein theoretisch... Also man kann jetzt... Schutz 1, Schärfe 3... So, ich habe jetzt Schärfe 3. Okay. Also wir brauchen jedes Mal halt entsprechend, je nachdem, was für ein Level. Jetzt mal Stärke 4 zum Beispiel. Siehst du, drei Erfahrungsstufen kostet das und drei Lapis Lazuli. Wo stehen deine Erfahrungsstufen? Na, da unten. Ach so, die, ach, dafür. Der Level. Ah, jetzt verstehe ich das. Wasseraffinität, auch. Das war doch, was war denn Wasseraffinität? Kann ich das auch anwählen, sag mal? Ja, du kannst es auch gleich machen. Ich gebe dir gleich was. Ach so. Gut, ups. Das ist halt die Frage, was ist denn hier Wasseraffinität? Das ist ja lustig. Dreh. Ich nehme dir erstmal das. So. Ja, pass mal auf, nimm mal das Lapis Lazuli mit. Ja, hab ich. Und hier ist noch ein Buch. Da. Okay. Ach nö, jetzt hab ich... Jetzt. Ja, warte, wo geh auf die andere Seite. Ich halte das Opfermesser. Ah, bitte. So, okay. Und jetzt stehe ich hier, pack das Buch da rein. Ja. Ins Inventar. Nee, in den Slot oben, wo das Schwert ist. Ach so, oben. In den. Nee, wo das Schwert ist, ja. Okay, und da rechts das Lapis Lazuli. Genau, jetzt guckst du mal, da steht ja irgendwas bei. Was haben wir denn? Effizienz 1. Effizienz 2, aber das geht nicht. Level weil... Requirements, Glück des und? Meeres 3. Okay, du kannst alles nicht machen, weil du hast ja auch nur 8 Stufen. Nee, aber Effizienz 1. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das nehmen. Warte mal, kann ich, wenn ich jetzt hier reinkomme. Es kostet ja nur eine Erfahrungsstufe und eine. Ja, aber das Problem ist danach, resettet das. Da kommen andere Sachen raus.
Ach so, also, jetzt. Weil Glück, das, also zum Beispiel Effizienz ist, da kriegst du zum Beispiel mehr Sachen raus. Wenn man zum Beispiel jetzt Diamanten abbaut mit Effizienz, glaube ich. Dann macht das schon richtig Sinn. Dann kriegst du mehr raus von Diamanten. Das ist natürlich ganz cool. Soll ich vielleicht mal gucken, die Effizienz nehmen und dann guckst du bei dem anderen nochmal, was kommt? Na, wenn es geht, warte. Das hoffe ich. Kann ich hier nicht einfach mal das Buch im Inventar, guck mal. Ich habe das Buch jetzt mal da drin gelassen. Ja, ist ja weg. Das. Wie, das ist weg? Na, das droppt ja irgendwo, keine Ahnung. Hä, das liegt doch im Inventar. Ja, im Inventar. Was nützt mir das, wenn es in deinem Inventar ist? Nein, im Buchinventar. Nein, in deinem Inventar liegt es. In meinem? Nee. Das ist dein Inventar. Aber das sieht hier so anders aus. Das ist dein Inventar. Ach ja, gut. Ist ja in Ordnung, es ist mein Inventar. Ich dachte, das wäre das Inventar vom Zaubertisch. Kriegst du nicht wieder. So, da. Ach nee. Fangen. Ach Mensch, ey. Kann man denn deinen ganzen Stack wegwerfen? Mit Steuerung und Q, glaube ich. Ah, naja. Oder einfach rausziehen und droppen. Ja, das ist natürlich auch eine Option. So, ich hoffe, ich kriege jetzt das gleiche. Ansonsten. Ach nee, tatsächlich gar nicht. Ich krieg hier was anderes. Nee, dann kannst du das machen. Dann lasse ich dir das. Dann hast du den Vortritt. Gut, danke. Dann gucke ich mir das jetzt nochmal an, was jetzt rauskommt. Und man kann auch, glaube ich... Ah, ich habe wieder Effizienz 1. Ja eben, das ändert sich erst, wenn du wenn ich das gemacht hast. Ja. Gut, aber... Du kannst eh nur das erste nehmen. Gut. So, wunderschön. Jetzt habe ich ein verzaubertes Buch. Ja. Nimm's raus. Den Rest nehme ich ja auch raus. Lapis Lazuli, die würde ich dir wiedergeben. Ja, wir haben es eh erstmal. Oder ich pack's dann vorne rein. So, und jetzt habe ich dieses Buch und mach damit was? Nee, jetzt kannst du mitkommen. Wird schon wieder dunkel? Es ist schon wieder dunkel. Was ist denn hier los? Da wollen wir uns hier hinpacken? Dann packen wir uns erstmal hin. Wo kommt eigentlich das Licht in diesem Raum her? Ach, Fackeln. Alles klar. Ich dachte schon, der Zaubertisch hat eine bestimmte Aura. Ja, wahrscheinlich auch. Na, jetzt können wir zum Amboss gehen und die Dinger da theoretisch draufhummeln. Dann muss man ja echt dafür sorgen, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Also nicht richtig kaputt gehen. Ja, das ist ja das, was die Zuschauer meinten, dass man halt Sachen reparieren kann, gerade wenn man irgendwie bestimmte Sachen gebaut hat. Hier. Okay, also jetzt hänge ich da dran, habe das Zauberbuch und kann mir jetzt aussuchen, dass ich mein Eisenschwert da... Also, wir haben Stärke und Ich habe Effizienz. Was war gerade für ein Geräusch? Warte mal, das macht ja irgendwas kriechendes, Zombie-mäßiges. Okay. Aber es würde jetzt ja Sinn machen, wenn ich zum Beispiel meine Axt nehme, anstatt mein Schwert. Für Effizienz. Ja. Aber naja, ja, theoretisch. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil eine Axt, wir kriegen sowieso Holz ohne Ende. Nimm doch irgendwas, zum Beispiel eine Spitzhacke, wenn du Eisen abbaust oder sonstiges. Dann nehme ich aber eine, die noch nicht so kaputt ist, oder ist sie dann wieder ganz? Nee, die wird nicht ganz. Ja, dann nehme ich mir eine neue. Es ist erst gerade mal Stufe 1, also das macht jetzt nichts, wenn wir es einfach mal ausprobieren. Ja, gut. So. Ich glaube andersrum. Sehr schön. Die ist ja schon fast kaputt. Nee, warte mal. Sag ich doch. Ja, du sollst eine nehmen, die ganz ist, aber das habe ich doch gesagt. Und dann hast du gesagt, nee, ist egal, jetzt bei den ersten ist nur Stufe 1. Das habe ja, ich doch gesagt. Ja, aber ich gerade dachte, vielleicht eine Diamantspitzhacke oder sowas. Das habe ich ja nicht. Ich nicht. Jetzt komm hierher. Ich nehme eine normale Eisenspitzhacke. Ich habe dir da gerade eine gegeben. Wo denn? Ich habe hier gar nichts. Doch, ganz vorne. Ist da? Halt eins. Stimmt. Nein, andersrum. Schon wieder andersrum. Ach. So, okay. Eisenspitzhacke, Effizienz 1. Klöppel, genau. Klöppel. Und jetzt kannst du mal, ich weiß jetzt natürlich, wie viel Bonus es gibt, aber du hast ja gerade kein Eisen dabei. Ja. Du kannst jetzt mal hier unten das Eisen abbauen. Testweise. Und einfach mal zählen, wie viele rauskriegst aus den 5 Stück da hinten. Ja. Also zähl mit, wie viele abgebaut hast und wie viele rausbekommen hast. Naja, es sind ja nur 5. Das muss ich ja nicht zählen. Ja, aber kannst ja auch merken, dass du 5. Da ist ja noch mehr drin unten. Bau mal alles ab, was am Eisen hier unten ist. T5. Ja, und hier ist ja noch mehr. An der Decke und ach hier so, hinten. Okay. Das alles sieht aus wie... Ja. Ach, das sind Runen. Das sieht ja aus wie Musiknoten auf den ersten Blick. So, da komme ich jetzt natürlich nicht ran. Warte. Kannst du ja weghauen, unten. Steine? Ja, und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Sachen, also die verzauberten Sachen, wirklich nur verwenden für sinnvolles Zeug. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... eine Effizienzspitzhacke haben oder sowas, dass wir die halt nicht nehmen, um einen normalen Stein abzubauen. Das macht keinen Sinn. Ja, das ist logisch. Also ich glaube jedenfalls, dass das so war, dass man Dingens hier, dass Effizienz tatsächlich... Nein, man kriegt nicht mehr raus. Wofür war denn es geht schneller. Ach, es geht schneller. Es geht schneller. Stimmt. Das sieht man denn, hier aber auch. Es geht. Was war denn dann... muss ich überlegen, was war denn... Effektivität? Was gibt's denn da noch? Keine Ahnung. Ich weiß es jedenfalls gerade nicht. Okay, es geht also nur schneller, ist aber auch schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, wenn es noch Effektivität gibt, das würde ja passen.
Ja, ich weiß es nicht, wie der ist. Oh, hier, krass, ja. Also, wenn du dir mal anguckst, was dann mit dem Stein passiert, wumm, wumm. Oder das Glück, ist ja schon schön. Oder Glück oder sowas, wäre ja auch eine Möglichkeit. Okay. Gut, aber, ja, haben wir gesehen, wie das hier dann gemeint ist. Das ist aber schon mal nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall mehr Lapis Lazuli ranschaffen. Denn man kann nämlich auch, soweit ich das mitbekommen habe, Bücher kombinieren. Wenn man zum Beispiel hat jetzt zweimal Effizienz 1 zum Beispiel, wenn man die kombiniert, dann kommt Effizienz 2 raus. Mhm, okay. Oder drei Bücher. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt zwei oder drei waren. Jedenfalls irgendwie, ich glaube, das konnte man kombinieren. Naja, dann dass man einfach sagt, okay, das wir jetzt zum Beispiel, deswegen müssen wir die ganzen Bücher sammeln, die wir jetzt hier machen. Und da können wir natürlich auch Erfahrungsstufen erstmal verbraten. Wir brauchen halt erstmal ein Lapis Lazuli. Die Bücher kannst du auch gar nicht herstellen. Die, nee, aber hier die... Ach so, die, das die Verzauberungsbücher, ja. Und Bücher kann man herstellen, natürlich. Was brauchen wir denn dafür? Na, wir brauchen Zuckerrohr und wir brauchen... Da machen wir Papier draus, okay, dann brauchen wir Leder. Also wir müssen erstmal wieder Kühe und sowas organisieren, also Leder von den Kühen. Ja, ich gehe erstmal wieder rüber, ich muss erstmal... Wir sind auch erstmal durch mit der Folge. Oh Gott, was? Ja, Tatsache. Ist ja Wahnsinn. Wir waren schwer beschäftigt unten im Labor. Also ich möchte jetzt aber auch gleich weiter schwer beschäftigt sein, ne? Ja, das machen wir jetzt gleich. Super. Hallo. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Genau. Gut, danke fürs Reinschauen. Lasst uns Kommentare da, was wir noch besser machen können hier beim Verzaubern etc. Und ansonsten, ne, morgen einschalten nicht vergessen. 14 Uhr geht's weiterhin mit Minecraft. Und bis dahin noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.